Willkommen zurück, das ist der siebte Teil Let's Play Heroes of Might and Magic 3. Es ist einiges passiert im letzten Teil. Wir sind erfolgreich mit unserer Armee aus unserem Startgebiet herausgeritten, ins feindliche Gebiet, haben einiges an Minen eingenommen und sogar schon seine Burg eingenommen. Wir sind nicht auf so viel Gegenwehr gestoßen, wie ich vermutet hatte. Er wird hier noch irgendwo einen Helden haben, der uns sicherlich gleich auch noch begegnet. Parallel haben wir Besuch aus der Unterwelt bekommen. Der Untote ist durchs Unterwelttor zu uns gekommen und macht uns hier ein bisschen Sorgen. Nimmt uns hier nach und nach unsere ressourcenproduzierenden Gebäude ein und wird sicherlich auch irgendwann vor unserer Burg stehen. Gut, wir machen aber erstmal weiter. Ich hatte nach der Burgbelagerung einiges an Erfahrungspunkten bekommen und bin zwei Stufen aufgestiegen. Habe mich dafür die Fähigkeit, die Spezialisierung Taktika entschieden. Ich wollte euch noch erklären, wieso. Einer meiner absoluten Lieblingsfähigkeiten, denn wir können, bevor der eigentliche Kampf losgeht, aber schon auf dem Schlachtfeld, unsere Truppen nochmal umpositionieren in einem Bereich von 5 Hexfeldern. Das ist extrem mächtig, denn ihr habt gesehen, ich bunker ganz gerne meine Bogenschützen am Anfang des Kampfes ein bisschen ein. Dafür gehen aber dann einige Züge verloren, meine Einheiten. Das kann ich hiermit umgehen. Und des Weiteren kann man sich halt perfekt anpassen auf die gegnerische Truppe, die einem da gegenübersteht. Man sieht, was der Feind für Einheiten hat und kann dann seine Truppen entsprechend positionieren. Eine sehr mächtige Fähigkeit, empfehle ich, egal für magiebegabte oder nicht magiebegabte Helden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt das auf jeden Fall mit. So, wir stehen in der Burg und ich gehe mal davon aus, dass der Spieler nicht so begeistert sein wird, der Grüne war es, dass wir hier seine Burg eingenommen haben. Wahrscheinlich wird er versuchen, die zurückzuholen, deswegen bleibe ich da erstmal stehen und guck mal, was wir hier so haben in seiner Burg. Oh, die sieht auch schon ganz gut ausgebaut aus, ja, schick. Hat schon einiges gebaut. Ich sehe hier, die Hall of Valhalla hat er noch nicht gebaut. Die baue ich mal. Da würde ich für meinen Tazar nochmal einen Bonuspunkt auf den Angriff bekommen. Das ist mir die 1000 Gold wert. Verstärken wir unseren Helden weiter. Gucken, ob er alles an Truppen rekrutiert hatte. Ja, ihr seht hier überall Available 0. Ist also mit sämtlichen Truppen unterwegs, beziehungsweise hat die gerade in der Schlacht verloren. Dann gucken wir mal. Hier haben wir ein Ballisterjahr. Das ist ein Spezialgebäude bei diesem Stadttyp Stronghold. Dort können Ballisten gebaut werden, die dann im Kampf auch unterstützen. Die nehmen wir gerne mit. Und hier beim Schmied können wir einen Munitionskarren bekommen. Der ist auch sehr wichtig, denn bei längeren Kämpfen kann es sein, dass den Bogenschützen irgendwann die Munition ausgeht. Und auch das Katapult kann irgendwann nicht mehr schießen. Das umgehen wir mit diesem Hilfsmittel hier. Das sind auch schon die drei Hilfsmittel, die es gibt in Heroes. Die Balliste, der Munitionskarren und das Erste-Hilfe-Zelt. Ein Katapult bringt jeder Held automatisch mit. So. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus hier. Dann warten wir mal ab, was er macht. Hier haben wir auch nicht zu befürchten, dass er in einer Runde in unserer Burg steht, oder? Ne, ich denke nicht. Ich denke, wir lassen ihn noch ein bisschen näher kommen und warten einfach mal. Ja, tut sich noch nicht so viel. Er nimmt nach wie vor erstmal unsere Gebäude ein. Gehen wir hier mal vorsichtig gucken, was wir so entdecken können. Da haben wir erstmal die Erzmine, Erzgrube des grünen Spielers und gehen hier zum Redwood Observatory. Können jetzt ein bisschen weiter gucken. Da sehen wir auch schon den nächsten Kontinent. Ein Strudel, ein Boot liegt da an. Gut, gut. Versuchen hier Star Axis, um Zauberkraft weiter zu verstärken. Tazar wird mittlerweile echt so einen mächtigen Zauber. Hätte ich ja nicht gedacht. Können weit genug sehen, ist erstmal kein Feind in Sicht hier, können also erstmal ein bisschen weiter einsammeln gehen. Jetzt ist er allerdings doch schon ein bisschen nah an meiner Burg ran. Wir
könnte in einem Zug dort stehen und uns angreifen. Deswegen rekrutieren wir jetzt ein paar Truppen. Wir rekrutieren 46 Basilisken. Und wir rekrutieren 16 mächtige Gorgonen. Jetzt sollte er sich gut überlegen, ob er hier angreift. Wir warten weiter ab. Aha. Der Grüne, dessen Burg wir eingenommen haben, schippert fröhlich auf dem Meer herum. Ist in den Strudel gefahren. Wenn man durch den Strudel fährt, kommt man aus einem anderen Strudel wieder raus. Meistens der in der Unterwelt. Verliert einige Einheiten. Ist die Frage, hat der Grüne noch eine Burg? Er kam von hier oben, wie wir gesehen haben. Werden wir wohl erstmal nicht herausfinden. Sollte er keine Burg mehr haben, aber noch Helden, hat er nur 7 Tage Zeit, eine neue Burg einzunehmen. Wenn er das in der Zeit nicht schafft, dann hat er automatisch verloren. Dann passiert das wie beim Türkisen, wenn ihr euch noch erinnert. Er fliegt aus dem Spiel. Wir sammeln hier weiter fröhlich ein. Ich glaube, wir gehen auch mal das Risiko ein, dass die Pyramide vielleicht schon besucht wurde. Und gucken mal dort rein. Aha, eine Pyramide eines großen, uralten Königs. Sollen wir es nach Schätzen durchsuchen? Ja, machen wir. Oh, hier war noch niemand. Oh, aber aha, was sehe ich da? Da erwartet uns eine mächtige Armee. Das wird ein interessanter Kampf. Wir sind jetzt aber erstmal in der Taktikphase. Da seht ihr gleich den von mir so hochgepriesenen Skill im Einsatz. Der Kampf ist noch nicht gestartet. Wir sehen unsere Feinde und können jetzt unsere Truppen hier frei positionieren. Ich ziehe hier die Drachenfliegen dort hoch. Mit den Hydren gehe ich ein wenig nach vorne. Das ist unser Kanonenfutter in dem Fall, genauso wie die mächtigen Gorgonen. Die Bogenschützen möchte ich nicht bewegen, die überspringe ich. Und die Gnolle nehme ich auch noch zum Schutz der Bogenschützen. So, dann bin ich soweit eigentlich zufrieden und starte den Kampf. Wir zaubern direkt. Wir müssen hier beachten, ihr seht schon, die haben eine Spezialfähigkeit, diese Golems. Schaden von Zaubern reduziert um 85%. Bei diesen sogar 95%, also mit Schadenszaubern brauchen wir da nicht anzukommen. Da haben wir keine Chance. Das heißt, wenn wir überhaupt Zauber nehmen, dann am besten welche, mit denen wir unsere Truppen stärken. Wir können es ja immer mit dem Blenden versuchen. Nein, die sind immun dagegen. Ich denke, wir werden Precision auf unsere Bogenschützen zaubern. Erhöht den Fernkampfschaden. Das hält jetzt eine gewisse Anzahl Runden. Und in der Zeit machen sie mehr Schaden. Hier warten wir erstmal ab, was der Feind macht. Und schießen aus der Entfernung. Das sieht doch gut aus, haben wir schon einige besiegt. Die 40 hier machen mir ein bisschen Sorgen. Da habt ihr auch unsere Balliste das erste Mal schießen sehen. Oh, diese Diamantgolems können ganz schön weit laufen. Wir gehen mal einen Schritt zurück hier. Können wir noch was Sinnvolles zaubern? Wir können versuchen, die hier ein bisschen zu verlangsamen, dass wir uns erstmal um die Kristallgolems, Diamantgolems da oben kümmern. So, die Fliegen, die brauchen auch noch nicht anzugreifen, genauso wie ihr. Ihr auch nicht. So. Dann feuerfrei. Sehr schön. Ein Problem weniger. Gut, die können mittlerweile auch nicht mehr so schnell laufen. Vielleicht haben wir ein bisschen Zeit, die zu behaken. Die Fliegen warten, warten, warten. Aha, sehr interessant. Er greift unsere Balliste an. Ja, das ist ja auch ein garstiges Teil. Nee, ehrlich, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Aber soll uns nicht stören. Feuerfrei. Na, der geht auch so auf unser erste Hilfezelt los. Was ist denn hier? Naja.
Unsere Wyvern brauchen sich nicht groß bewegen, vernichten hier die restlichen Golems. Jetzt haben wir es nur noch mit dem Gold-Golems zu tun. Die sollten wir hoffentlich auch irgendwie zerlegen können. Nächste Runde. Wir könnten... Was tun wir denn mal? Wir werden auch noch... Haste, Slow, Whisper. Was wirklich Sinnvolles haben wir jetzt nicht mehr. Ich packe mal Stone Skin auf unsere Wyvern. Dadurch verstärkt sich die Verteidigung, weil ich dann gleich auch die Golems angreifen werde, nachdem wir mit unserem Bogenschützen nochmal angegriffen haben. So. Da greift er das Zelt an. Er hat mein Zelt zerstört. Warum? Na gut. Besser das Zelt als unsere Truppen. Wie ihr wisst, bin ich sowieso nicht so der Fan vom Erste-Hilfe-Zelt. Feuer. Sehr gut. Na, die Balliste auch noch. So, mit denen warten wir jetzt. Diese verteidigen. Jetzt schießen wir nochmal mit den Bogenschützen, um danach mit den Wyvern hoffentlich den Rest zu geben. Wo bist du zuerst dran? Ah. Sehr gut. Wir haben Verluste erlitten. Ein Erste-Hilfe-Zelt. Ist zu verkraften. 3200 Erfahrung. Großartig. Mhm. Wir haben eine Glyphe gefunden, die wir entziffert haben an einer Wand. Und die bringt uns den Zauber... Wasserelementar bei. Leider bin ich zu doof für diesen Zauber. Also kann ich ihn nicht lernen. Toll. Und das war's. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. Naja, wir haben Erfahrungspunkte gewonnen. Ein Erste-Hilfe-Zelt verloren. Was will man mehr? So, weiter geht's. Wir rekrutieren noch ein paar Einheiten, um ihm etwas Angst zu machen hier. Ja, sehr gut. Das ist doch schon eine recht kräftige Gruppe. Gerade weil er als Spezialität, wie ihr euch erinnert, die Basilisken hat, sollten wir hier auch mit seinen Verteidigungsfähigkeiten hoffentlich im Falle einer Verteidigung ganz gut dastehen. Tja, ich würde sagen, nächste Runde. Na, da ist der Grüne wieder. Und da wurde uns unser Boot geklaut. Und das hat mir gerade auch nicht gefallen. Der ist ja ganz schön schnurstracks auf unsere Burg hier zugesteuert. Er wird doch nicht etwa... Wir sollten schnellstmöglich noch irgendwie Ressourcen mobilisieren, um unsere Verteidigung da zu stärken. Ressourcen gibt es womöglich hier, wenn der grüne Spieler das noch nicht für uns erledigt hat. Dort muss man gegen einige Nagas kämpfen und bekommt im Gegenzug die Schätze. Hat er noch nicht gemacht. Sehr schön. Nagas, sehr starke Einheit. Haben die Besonderheit No Enemy Retaliation. Wenn die angreifen, folgt kein Gegenangriff durch die andere Einheit. Das ist doch sehr stark. In dem Fall stört uns das nicht. Wir sind sowieso zuerst dran. Oh, ihr seht schon. Die lassen sich nicht so leicht zerlegen. Machen wir hier unten weiter. Na. Da hat er sich jetzt sehr gekonnt hingestellt, hat die Knolle angegriffen, weil er weiß, dass er davon mehr töten kann, hat sich aber gleichzeitig neben die Bogenschützen gestellt, sodass die Bogenschützen jetzt nicht mehr schießen können. Das macht der Computer ganz gerne. Das sollte man auch für seine eigene Taktik übernehmen. Das ist durchaus praktisch. Ich will die jetzt natürlich hier so schnell wie möglich töten, damit meine Bogenschützen wieder schießen können. Die Bogenschützen können jetzt nur im Nahkampf angreifen, machen da aber wesentlich weniger Schaden. Damit wir nicht auch noch Probleme da oben kriegen, blende ich jetzt diese Nagas. Ich habe hier keine Gegenwehr mehr zu befürchten, weil sich jede Truppe nur einmal wehren kann pro Runde. Deswegen greife ich trotzdem im Nahkampf an.
und die Gnolle geben ihnen den Rest. Unsere Fliegen hier, die kriegen gerade arg auf die Mütze. Ziehen sich erstmal zurück. Stoneskin auf unsere Wyvern Monarchs und zum Angriff. Stellen wir schon mal nach oben. Greifen aber noch nicht an. Positionieren die nur erstmal so, dass sie dort nicht rauskommen. Die Wyvern Monarchs werden problemlos die drei Nagas töten können. Ich glaube, wir schießen doch mal auf diese Nagas hier. Hat nicht ganz gereicht. Stellt sich wieder so hin. Aber die Gnolle sind sofort an der Reihe. Oh. Mit Glück. Doppeltem Schaden. Eiskalt vernichtet. Die Schlangenfliegen lassen wir lieber hier stehen. Und damit haben wir es geschafft. Haben einiges verloren. Aber ich denke, wir kriegen jetzt auch eine gute Belohnung. Abseits der 2200 Erfahrungspunkte. Wir kriegen... Nein, wir wollen keine Magie. Expert Logistics. Können noch weiterlaufen. Und das ist, was ich sehen wollte. 16 Schwefel und 8000 Gold. Vielen Dank. So. Wir suchen hier den Garten der Erleuchtung. Ja, dann sind wir soweit. Erstmal durch. Da unten haben wir noch nicht erkundigt. Bauen wir doch mal noch ein paar Verteidigungstruppen. Haben wir jetzt einiges an Cash dazu bekommen. Was wollen wir denn noch haben? Fernkämpfer sind bei einer Verteidigung nie verkehrt. Und die obligatorischen Gnolle dürfen auch nicht fehlen. Das sieht doch schon gut aus. So, die Armee ist eigentlich recht stark hier. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass er uns nicht angreift. Oder wenn er uns angreift, dass er ordentlich Verluste erleidet. Das ist sehr interessant. Tarn, der Braune wurde vernichtet. Da ich die Karte kenne, doch dazu später mehr. Er hat uns tatsächlich angegriffen. Aber wenn ich mir seine Truppen so angucke, sollte das kein Problem für uns sein. Es sei denn, er ist ein mächtiger Zauberer. Er ist definitiv kein schlechter Zauberer, hat aber nur noch 11 Zauberpunkte. So, dass wir erstmal, bis er zumindest durch unsere Mauer gebrochen ist... Oh, oh, das war nicht gut. Er kann blenden. Aber wir können heilen. So. Die Gorgonen werden hier die Ifrits angreifen. Während sich die Basilisken um seine Wyvern kümmern. Die er bestimmt bei uns angeheuert hat, in unserem Gebäude. Oh, da habe ich nie aufgepasst. Wir haben Flächenangriff und können mehrere Einheiten treffen. Da stand ich etwas ungünstig. So. Hier diese Pitlords mit der Peitsche haben gerade einige Dämonen wiederbelebt. Um die hier mache ich mir keine Sorgen. Ich greife jetzt lieber die Ritter an. Die machen mir Angst. Ihr seht, die halten einiges aus. Kein Loch ins Tor. Nein! Jetzt ist freie Bahn für die Ritter. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass der hier nicht einfach so durchmarschiert. Deswegen stelle ich jetzt... Oder greife ich an? Ich denke, wir müssen in die Offensive gehen. Sie haben uns jetzt so weit. Wir müssen hier raus. Kriegen da gut auf die Mütze. Von unseren Knollen können wir uns auch fast vollständig verabschieden. Können wir hier noch irgendwas machen? Zauber. Ich denke, wir warten lieber. Nicht, dass er gleich nochmal eine Truppe von uns blendet. Wobei, haben wir eigentlich noch was zu befürchten? Ja, ich glaube, er hat keine Zauberpunkte mehr. Richtig.
können hier nicht schießen, weil er sich gekonnt neben uns platziert hat. Könnten mit einem 70 Schaden Icebolt hier drauf schießen, würden dann aber nicht alle töten. Dann halt von Hand. Die Türme, die sind doch für ihn auch immer sehr verlustreich. Machen gut Schaden. Also wir sollten den Kampf auf jeden Fall schaffen. Die Frage ist jetzt, wie viele Verluste nehmen wir noch hin. Ich gehe hier mal nach da oben, greife diese an und blockiere dadurch gleich die Lichs, die Liche, wie auch immer die Mehrzahl von Lich ist. Oh, nicht gut. Durch diesen Spezialangriff der Ritter machen sie auch wesentlich mehr Schaden. So, beseitigen hier mal die Reste. Sehr gut. Der Feind ist geflohen. So ein Feigling. Erst greift er uns an und dann haut er ab. Tja, er hat einiges an Truppen verloren, wir auch. Aber Born kriegt Erfahrungspunkte und die Burg bleibt in unserem Besitz. Auch hier wähle ich wieder Armorer und Expert Armorer. Und wir haben die Belagerung überlebt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Teils angekommen. Im nächsten Teil werden wir zusehen, dass wir unsere Stellung hier im südlichen Teil der Karte weiter festigen. Wo ist eigentlich der andere Rosane hin? Ach, der ist mit dem Boot abgelegt, ne? Ja, wir werden versuchen, unsere Stellung weiter zu festigen und im Anschluss unseren Feldzug fortzusetzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao!